Hi, ich bin Ferdi von CETA Automotive. Heute cruisen wir wieder im Mercedes-Benz CLS 350D. Handelt sich um den 257, also den aktuellen CLS. Noch ohne die Modellpflege, also noch ohne das M-Book-System, aber halt schon der neue 257er. Und das Fahrzeug hat hier eine kleine Erweiterung bekommen. Und zwar handelt es sich um den 350D, den wir schon aus einem Video kennen. Hat verbaut einen Sounderzeuger mit dem RSE-Zusatzlautsprecher. Und wir haben jetzt hier das neue Update drauf gemacht, das heißt, das neue Misfire ist drauf und das File Nummer 11. Ich muss zugeben, wir haben das File 11 jetzt schon ein paar Autos gehört und in dem 350D, finde ich, ist es nicht ganz so passend vom Klangbild her. Hier passen tatsächlich mehr die anderen Soundfiles, die ein bisschen druckvoller oder bassiger sind als das 11er. Das 11er ist zwar auch so ein reiner Sechszylinderklang, aber es passt eher weniger hier zu dem CLS. Natürlich ist das Geschmackssache, aber wir haben hier schon so ein bisschen gehorcht, also ein bisschen geschaut, welches Soundfile hier gut klingt. Und das 11er, es wirkt, als würde es einfach nicht so gut zu diesem CLS passen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen heute das Video mal ein bisschen anders. Wir zeigen euch die ganzen Außenaufnahmen. Wir zeigen euch hier, also bitte nicht vergessen, ein Akto plus RSE haben wir verbaut mit dem neuen Misfire. Und wir zeigen euch gleich einmal File Nummer 2. Dann zeigen wir euch File Nummer 4, File Nummer 8, File Nummer 10. Und dann zum Abschluss einmal File Nummer 11, also 5 verschiedene Soundfiles zeigen wir euch einmal. Und ihr müsst mir bitte im Kommentarfeld hinterlassen, welches Soundfile ihr hier am passenden fandet. Und beim Misfire lassen wir es auf Option 4. 4 ist das neue Misfire, was halt so eine geile Taktung hat, wo er zwischendurch mal so richtig heftige Batzer macht. Und rundherum dann die ganzen feinen, was halt insgesamt sehr geil klingt. Und ja. Film ab und viel Spaß! So, das war's auch schon von der kleinen File-Präsentation hier im CLS 350D. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nicht vergessen, hinterlasst mal euer Kommentar und bis zum nächsten Video.